Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Multiplayer. Heute wieder mit dabei der Gracer. Hallo. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden auf, was ist das hier, Sieber Tower und haben gesagt, wir schießen noch eine Runde durch die Gegend. Das ist Team Deathmatch. Und ich spiele mit der AN94, Leute. Ja, es ist so. Ich hab sie tatsächlich mal im Anschlag. Und ich habe nicht geflucht über die Waffe heute. Weil ich endlich mal, keine Ahnung, hier ein bisschen die einspielen konnte. Auf der Map kann man das eigentlich ganz gut machen. Und ich bin jetzt gerade total irritiert, dass ich gegen eine dunkle Gegner kämpfe und nicht gegen helle. Aber die hocken doch bestimmt auf dem Klo hier, oder? Jo, da waren zwei. Alter, der F Mein Gott, der hat aber auch nur noch 1%. Krass. Ach man. So viele auf dem Klo. So viele auf dem Klo, ey. Haben einen richtig dicken Haufen da gelassen. Tja, so nicht, mein Freund. Yes, endlich Rotpunktvisier freigeschaltet. Jetzt kann's losgehen. Oh, bei der Treppe oben hat's viele. Oh, nice. Ist gestorben? Jo. Ich krieg dich. Hab dich. Dankeschön. Geht denn hier ab? Pass auf. Da kommen verdammt viele. Oh, leck mich am Krass, Arsch. Da waren echt ein paar. So, bitte nicht, bitte, hoffentlich rettet mich jetzt keiner, dann kann ich das Visier kurz wechseln. So, jetzt habe ich endlich für die AN94 mein geliebtes Rotpunkt-Cobra-Visier. Jawohl. Jetzt kann's losgehen. Jetzt habe ich wieder den richtigen Abstand zu den Gegnern. Puh, überall Rauch hier. Siehst gar nichts. Da war das wohl. Immer der irgendwie zusagt. Oh, fuck. Da jemand oben drauf, oder was? Rauchgang. Wow, ich habe jemanden mit dem Rauch gekillt. Hoffentlich wirst du nicht gekickt dafür. Für sowas wurde ich schon 3-4 Mal gekickt. Für Rauchkills. Find gerade keinen mehr. Ich leider auch nicht. Viel Hier Spiel. Bei. Oh, wo sind die denn? Bei C hoffentlich. Oder was heißt C, aber da wo immer C ist. Jo, das sind welche. So. Alter! Ach man. Da stand man ein bisschen dumm nebeneinander. So. Ein wenig rauchen. Alter! Sehe ich hier keine mehr. Da habe ich mal einen gesehen.
Oh, what the fuck? Da waren direkt 15 neben mir gespawnt. Was zur Hölle? Komm ich in den Raum rein? Komm ich in den Raum rein? Steht da gar keiner. Ohne Scheiß. Komm ich rein? Steht gar keiner da. Und dann auf einmal spawnen 5 Leute vor mir gleichzeitig. Das nenne ich mal Glück. Oh ja. Lauft mir in die Arme. Ah, wer nichts kann, der soll auch nicht schießen. So ist es. So, netter Heady. Nein! Bist du das? Weiß nicht, ob ich das bin. Nein, bin sowieso tot. Was sind die Typen denn? Oh, von. Ein wenig Rauch. Ein wenig Rauch muss sein. Oh, oh, da kommen viele. Viele? Wo? Wo sind da noch welche? Hier hinten, in der Küche. Da war einer. Oh, da sind viele. Aber hier ist gerade einer rausgelaufen, hier rechts. Ne. Da kommt einer. Danke. Ja, mach ihn platt. Ach man. Da ist aber noch einer. Wow. Lebe. Ach man. Da bei der Treppe, beim Pool. Und welche? Was? Ja, ich versuch dich da die ganze Zeit wieder zu holen. Alter. Stirb doch! Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, Leute. Ist nett, wenn wir uns über Punkte verständigen, die es gar nicht gibt. Aber wir wissen, was wir meinen. Naja, das ist gut. Okay, bis. Oh, leck mich am Arsch. Ah, Junge, da hast du ein bisschen lang gewartet, ey. Da muss ich schon vorher losschießen. Hier fällt keiner um. Nein, da war... Ach, scheiße. Da war die Waffe leer. LOL, in der Küche sitzt einer. Direkt hinten an der Wand. Zu C hin. Bin ziemlich weit weg von der Küche. Ich nicht. Ja, sicher, Alter, sicher macht er mich nochmal platt. Was ist das denn für eine Waffe? Hab ich noch nie mitgespielt. Ja, ganz genau, Junge. In der Küche also. Da ist er. Er wurde gemessert. Ja, auch eine Nervensäge war der. F2000, ich spiele mit den Standardwaffen. Hinten an der Dusche. Jo. Und weg. Oben auf der Treppe. Ja, ja. Wollte nur erstmal in Deckung springen.
Nein! Ach man. Das kann ja wohl nicht sein. Da chillt der rum. Scheiße, Alter, ich muss hier weg. Ach Mann! Du da bei C? Ja, ja, sicher. Unten bei C sind die kleinen Mongos, ey. Pass auf, die haben eine F2000 mit dabei. Ja. Vorsicht. Ihr werdet sterben. Alle sterben. Boah, sind da viele. Ja, das ist ein richtiges Nest. Rechts, von rechts. Ja, vielleicht gucken nicht alle auf den Eingang. Hm, wie wäre das? Oh, das war eine Granate von denen, ey. Krass, ich dachte, das wäre eine von uns gewesen. Na, jetzt geradezu. Hinter mir im Klo, im Klo. Der kommt jetzt rum. Okay. Aufstehen. Nein, kein Muni mehr. Dankeschön. Mhm. In der Küche. Okay, der scheint wohl weg zu sein. Immer da, wo du sagst, wo die sind, sind sie weg. Oh, bei C. Alter! Krass. Da stand auch wieder erst keiner und dann standen drei Stück vor mir. Wir hatten auch eben über Serien geredet. Was guckst du sonst noch außer Serien? Also außer How I Met Your Mother oder so? Big Bang Theory. Also die Standarddinger. Naja, das stimmt. Das ist ja schon mittlerweile echt Standard. Sind die einfach cool. Bin da gestorben? Oder The Breaking Bad. Ah, das ist auch geil. Ich vermisse so ein bisschen so eine Serie. Es gab mal eine ziemlich geile vor auf RTL 2 damals mit so Superkräften-Typen. Heroes heißt die. Ja, die kenne ich. Die ist auch richtig fett, finde ich eigentlich. Da habe ich mir die erste Staffel angesehen oder so und dann. Ah ja. Ich fand irgendwie, die war so cool gemacht, wie so ein Film halt. Wie so insgesamt wirkte das wie so ein Film später. Ein langer Film. Fand die Fähigkeiten auch ganz cool. Lol. Du ballerst hier nicht rum, mein Freund. Nein! Da kam einer von... Lol, von wo kam der denn? Oh, da spawnen bei C ziemlich viele. Ist denn ihr Hobby? Ninja Tag. So. Na? Wo geht, wo ist denn einer? Ich finde hier keinen mehr. Bin ich einmal rumgelaufen, das kann wohl nicht wahr sein. Oh, oben bei ja. Oder unten bei ja. Mhm. Ja, von dir aus genau in dem Eingang. Alter. Boah, ich spawn und sterbe gleich. Nein, ich hab mir meine ganze Granate vor die Füße geworfen. Hinter dir.
Oh, der ist weg. Oh, bei C, bei C. Seid ihr? Oh. Wollt ihr mich verarschen, ey? Schon lange mir keinen Kill gemacht. Alter, stirb! Okay. Yes. Aber gewonnen. Aber gewonnen. Aber gewonnen. Yes. Ja, Leute, jetzt habe ich auch mich ein bisschen mit der AN94 angefreundet. Ne? So muss das sein. Ja. Server bester. Ganz entspannt natürlich. Und ja, eigentlich müssen wir hier zwei drauf machen, weil die war recht kurz, die Runde, glaube ich. Ne? Ja. Machen wir zwei Folgen hier drauf, mal wieder. Nicht wundern, Leute, wenn die zwischendurch einfach mal kommt und ich rede über Stuff, was eigentlich schon passiert ist. Oder was noch nicht passiert ist. Weil, ja. Die werde ich so zwischendurch mal reinstreuen, diese Folgen. Weil sich immer viele so sagen, viele sagen, entweder spiel doch mal Nossa Kennels oder spiel doch mal Sieber Tower zwischendurch. Ja, und das wird es dann zwischendurch geben. Habt was momentan bei euch so im Kino? Bist du so ein Kinogänger? Bist du, Nicht wirklich. Ne, gar nicht? Geh selten ins Kino. Okay, ich bin so ein Typ, ich gehe eigentlich fast jede Woche zweimal so in der Art. Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Oblivion mit dem Chris zusammen. Der war richtig fett. Hast du den schon gesehen? Nö. Aber habe schon vieles Gutes gehört. Der war super geil, der Film. Oh, und ich finde hier schon wieder keinen. Im Klo hat's welche. Da hat's welche? Mhm. Zum Glück sind da keine, sondern da hat's nur welche. Wäre schlimm, wenn da welche wären. Oh, da kommt jemand. Ja, den hab ich gesehen. Aufstehen! Nein! Zu spät. Wolltest du mich wiederbeleben oder was? Mhm. Scheiße, scheiße, nein, da sind zu viele! Bei C. Da sind welche! Nein! Okay, zuerst sollte ich sie lieber killen, bevor ich dich wiederbelebe. Vielleicht wäre das besser, ja. Wobei, wie gesagt, in manchen Situationen kann man die dadurch auch so ein bisschen verwirren. Alter, ja, jetzt spielen natürlich alle mit Shotties. Da müsste ich eigentlich auch mal mit Shotties anfangen. Ja, ich habe schon meine da auch rausgepackt. Dafür kannst du nichts dagegen machen, wenn ich dich von hier oben erschieße, du Penner. So, da kommen eh gleich welche raus. Nein, und da kommt da... Ey, Alter, immer in den Rücken, wa? Du feiges Stück Dreck, Alter. Einfach liegen bleiben. Der ist in der Küche. Och, leck. Boah, die da aus richtig schlecht im Fernkampf. Naja, man muss halt wenn Slug-Munition nehmen für dann hat die eine weitere Flugbahn und so. Dann ist die recht tödlich so, aber. Hast halt nicht mehr diesen Effekt, dass du einfach irgendwo durchläufst und einfach 50 Typen platt machst. Wenn ich mir das Shot. LOL. Alter, was war das denn für ein Spawn, ey? So, jetzt reicht's mir. Jetzt spiele ich auch mit einer Shotty.
Ich nehme die Saiga. Die beliebte Saiga. Ah, damit werde ich jetzt richtig. Richtig schön. Einen am anderen. Tja. Nur da hast du in die Kamera gelunzt. Ich finde das immer so geil, wie ich einfach hier durchrushen kann mit der DAO. Stehen 5 Gegner vor mir und mache jeden platt. Wenn denn alles gut geht, ja, dann funktioniert das so. Die nehmen wir so schön in einer Reihe. Nein, da muss ich nachladen. Ach Mann. Im Chat wird sich schon beschwert. Über die Shotguns? Ja. Ist mir scheißegal, wenn ich von Shotguns gekillt werde, werden auch andere von Shotguns gekillt. So einfach ist das Prinzip. Wie du mir, ich so ich dir. Ja, wenn, das ist halt so, wenn, bei Battlefield ist das halt so ein bisschen, was willst du machen, wenn du da gegen Shotgun-Leute anläufst mit deinen, mit den, normalen Schnellfeuerwaffen, da hast du gar keine Chance einfach. Mhm. Je nachdem halt, ne, auf so einer kleinen Map ist das halt echt schwierig. Auf größeren Maps hast du da wieder hast du wieder keine Probleme. Aber da haben wir letztens, wo wir dieses Terran Highway gespielt haben, wo Patroia so eine geile Runde hatte. da habe ich auch mit der Saiga gespielt und dachte auch erst so, ah, ist für die Map scheiße, und dann war es doch gar nicht so schlecht. Ich hatte Spaß mit meinem Panzer. Naja, merklich. Alter, what the fuck? Jetzt muss ich loslegen. Das war auch so geil da, da ich den Panzer wirklich von Anfang an her hatte, von der Base. Der ging niemals kaputt. Hm. Finde keine Gegner. Alter. Oh. Warum spawnt die nicht hinter mir? Spawnt die da vor mir? Ja, sicher, C4, du kleine Nutte, ey. Nutte. Kleines, mieses Nüttchen. Ach Mann. Da wurde ich gemessert. Geschlitzt. Ja, sicher, in der Toilette im Mittelgang oben. Jo. Sterben ziemlich viele. Der sitzt da einfach drin und kackt sich ein bisschen ins Höschen. Na, hast du wieder mit C4 gekillt, du Noob, ey? Wenn ich zielen kann, ist klar ein Nachteil hier. Tja, mit der Saiga musst du schon zielen können, Junge. Wenn du, voll daneben haust, du auch daneben. Tja, schade. Hätte ja was werden können. Oh, ich hab hier voll einen Lauf.
Nein! Ein wenig duschen. Ja, ein wenig. Wenig frisch machen. Ah, im. Oh, oh, oh. Hab ich. Alter, ich sehe nichts mehr. in der bei C, bei den Duschen. Jo. Mehrere. Bin schon drauf gegangen, war hinter dir. Ach schön. Ja, freut mich auch. Nice. Oh Mann, da. Einfach draufheizen. So, dann Granätchen rein. Oh, da kommt jemand. Nix da, Junge. Hinter Tresen stehen und sich da langweilen, er ist hier nicht. Mich nicht getroffen hat, der Spacko. Boah, man sieht hier einfach gar nichts mehr. Ja, weil ihr dämlichen Idioten alles mit Rauch zumacht, ey. Das ist der Hammer. Alter. Hinter dem Tresen. Sind wieder 400 Mann, ey. Boah, pass auf. Ich muss hier weg. Das heilt sich da voll rein. Hahaha. Jetzt heizt sich hier voll rein, ey. Vielleicht gibt's noch M320. Lol, da steht der wieder in dem Tresen. Der Spacko hat auch eine Granate im Gesicht. Bam, 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 bam. Das liebliche Geräusch der Seiger. Ich mag die Seiger überhaupt nicht. Und ich mag die auch nur auf solchen Maps. Boah, unten bei C musst du eigentlich mal einfach so eine Atombombe hinschmeißen. Einfach so. Bam, alle weg. 12-facher Multikill. Rauch. Ja, sicher, du scheiß beschissenes Stück Scheiße von C4-Ficker. Mein Gott, ey. Wo sind sie? Keine Ahnung. Ich laufe hier einfach durch die Gegend wie ein Verrückter. Alter, wollt ihr mich verarschen? Bin ich wohl nicht der Einzige mit dem Rauch? Level 100er Pump, geil. Ach ja. Ja, füttert mich, es macht Spaß. Alles gut, ey.
Hab ich hier auch noch mitgenommen, ey. Ah, du kleiner Mösenkopf. So, wo ist denn die, Ich glaube jetzt. Ich glaube jetzt spielt das ganze Team mit Shotguns. Ja, sicher. So und nicht anders, Freunde. Nein! Oh. Boah, ich spawn auch immer an der gleichen Stelle, das ist der Hammer. Ich hab genau gesehen, dass du da hinläufst. Ah, herrlich. Ja, wenn eine Granate zieht, Junge, ist klar im Nachteil. Ist so. Das ist immer so, man, wenn man gerade eine Granate zieht, hat man verloren. Also wenn man in so einer Situation, man wird überrascht, kannst nichts mehr machen. Wir haben, Junge, erstmal eine Granate. Na, wolltest du auf der anderen Seite langlaufen? Ja, Leute, wir spielen auch mal andere Maps, ne? Das ist jetzt hier nur so zum Vergnügen einfach mal. So ein kleines BF3-Häppchen. Ich spiele auch wieder die ganz normalen großen Maps, wo ich wieder mit anderen Waffen spiele. Aber hier kann ich jetzt mal ein bisschen Shotgun-mäßig durch die Gegend heizen. Das ist nämlich die absolut Ultimate Shotgun. Die DAO. Ne, ich nehme jetzt die Spaß. Ja, die DAO habe ich gerade gehabt, nochmal. Aber mit der Spaß ist richtig One-Hit-Killer einfach nur. Dach auf Distanz. Ja, wenn du da die Slug-Munition reinhaust, dann hast du auf Distanz auch den absoluten Killer. Hm. Oh, da liegt jemand C4, da gehe ich mal lieber nicht lang. Jetzt habe ich allerdings auch wieder... Nein! Alter! Ach, Mann. Genau, er schießt euch gegenseitig, dann ist mehr Platz für mich. Der Pool gehört uns. Ja, die Sache ist einfach nur hier. Hier wird einfach nichts. Gibt es irgendwie keinen speziellen Spawnpunkt einfach. Das ist ein bisschen. Bist hier immer am Suchen. Alter, was? Von wo? Auch Granatenwerfer-Kill wieder. Boah, da campt jemand in der Pflanze. Boah. Naja, diese ganzen Pflanzenmänner. Kenn ich noch von Dragon Ball, die haben auch. Ja, wir denken, wir sind stark. Die kleinen hässlichen Dinger. Nein, da hatte ich noch den Revolver in der Hand und ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich einen Revolver in der Hand habe. Ja, ich könnte auch wieder mit der Rex spielen eigentlich. Genau, das mache ich vielleicht auch wieder. Die Rex ist eigentlich besser. Wobei für die Map hier ist eigentlich auch die G18 nicht schlecht. Jo. Rex ist gut für Plünderer. Da kann man wirklich damit reißen. Ja, das stimmt. Na sicher, du Krüppel, Alter! Mit C4 wieder! Boah, ey, hoffentlich hängst du dich gleich auf. Du kannst nur hoffen, deine Mom wird sich auch freuen. Wenn so ein Scheißkind hat wie dich, ey. Alter, ja! Aber gewonnen aber trotzdem, das hat dem auch nichts gebracht mit seinem dämlichen C4.
Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Es kommen jetzt noch die. Ich lasse die trotzdem, oder warte, ne? Heute lasse ich die nicht durchlaufen, weil hier bei so einer Map kann man eh nichts richtig kriegen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.